Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zompiercer. Ja, wir irren seit Folgen hier, seit mehreren Folgen, durch die Gänge, durch die dunklen Gänge. Ist echt ein bisschen fies, aber ich muss sagen, ist echt spannend. Und ja, wir haben gerade noch einen etwas kräftigeren gelegt. Kurz gucken, ob hier irgendwo einer rumschleicht. Ah ja, es war klar. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Gut, so. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier alles? Muni, 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 Muni. Nix. Oh, eine neue Schallplatte. Chaka. Ah, hoffentlich nicht wieder sowas Theatralisches. An Musik. Okay. Was wir noch nicht haben, ist ein Schlüssel. Luis. Luis ist irgendwie dem Schlüssel abgehauen. Der Freche. Komm, wir hauen uns mal so einen Energy Drink rein. Dann läuft das hier ein bisschen realistischer mit dem Rennen. Und schnell einen Schokoriegel. Gut. So, das haben wir hier unten jetzt alles. Schlüssel. Habe ich zufällig einen Schlüssel eingesammelt? Ich würde sagen, nö. Demnach müssen wir nochmal genau gucken. Ich habe jetzt hier auch... Ich gehe nochmal da gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte was vergessen, aber ich glaube es dann doch nicht, oder? Schauen wir nochmal. Also hier waren Kiste, nix. Spindler. Okay, hier war tatsächlich nichts mehr. Und hier liegt auch nichts auf dem Tisch. Okay. Nur auf Nummer sicher gehen, weil hier dreimal rauf und runter laufen. Muss jetzt auch nicht wirklich sein. So. Das heißt, wir haben hier diese... Ein Lagerraum, hätte ich fast gesagt. Leer. Auch leer. Hier ist nichts mehr. Gucken wir mal kurz, ob wir hier was auf dem Tisch sehen, aber auch nicht. Leer. Die sind alle leer. Ah, ich glaube, wir waren hier schon sehr sorgfältig unterwegs. Gucken wir mal. Haben wir die? Ah ja, nicht leer. Aber auch nichts Weltbewegendes drin. Schade. So. Hier liegt ein Dreiviertel-Zombie. Und hier liegt ein Drittel von ihm. Oder von einem anderen, man weiß es nicht. So. Da nichts. So, wir haben hier eigentlich nichts übersehen, wenn ich das richtig sehe. Falls ihr was übersehen habt, natürlich gerne in die Kommi schreiben. Aber ich bin fast der Meinung, dass nicht. Jetzt gucken wir nochmal hier. Leer. Alles leer. Okay. Gut, auch leer. Und hier gibt es auch sonst keinen anderen Ausgang. Okay. Das ist, woher wir gekommen sind. Das ist auch alles leer. Einfach nochmal Kontrolle hier. Kontrolle. So. Leer. Alles leer. Auf dem Tisch war auch nichts. Nein. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die andere Richtung. Hier dürfte ja eigentlich schon fast nicht mehr so viel los sein. Hier haben wir ja schon ein bisschen aufgeräumt. Wobei, hier haben wir uns das letzte Mal auch welche überrascht, wo wir dachten, da wären keine mehr. Das war auch echt ein bisschen gemein. Ah ja.
Okay, also. Was machen die da eigentlich? Blöd wäre es nur, wenn der mit dem Schild natürlich voranläuft. Das war so klar. Das war so klar, dass irgendwas muss ja immer sein. Ah, es läuft natürlich der mit dem Schild vorweg. Und sein Kumpel? Wo ist sein Kumpel? Gut, dann komm. Muss ich leider wohin schleifen, wo wir auch was sehen, mein Freund. Hast du deinen Kumpel dabei? Nee, der Kumpel ist nicht dabei. Au, gut. Komm. Schauen wir mal, dass wir den anderen vielleicht schnell loswerden. Hallo? Hallo, ich weiß, du bist gerade beschäftigt. Ach so, ist auch okay. So, der mit dem Schild braucht aber lang, hey. Bisschen abgehängt, den Freund, hm? Komm, wir müssen hier ins Licht, Freund der Sonne. Kommst du mit? Was macht der denn da hinten jetzt? Hallo? Gut, komm. Ich seh doch sonst nix. Aufgestiegen sind wir noch. Ah, wenn gleich ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann würde ich sagen, verteilen wir mal den Punkt. Ja, entspann dich. Hallo? Wie blöd bist du denn? Hallo? Ja. Okay. Auch okay. Die Tür war spannender als ich. Ich verstehe es. Ich kann es verstehen. Hier wieder ein Lagerraum. Naja. Wow. Wahnsinnig ergiebig. Wow, sind wir schon wieder voll? Ich glaub's ja nicht. Könnten mal was trinken. Und ein paar gesunde Chips gehen immer. Naja, ein bisschen Platz gegessen haben wir uns jetzt. Gucken, können wir das wenigstens mitnehmen? Leider nicht. Oh, hier geht's noch eine Etage tiefer. Okay, bevor wir da aber runtergehen, würde ich sagen, wir schauen mal fix hier, falls es hier aufgeht. War ja klar. Lecker. Schön in der Kanalisation rumlaufen. Wir speichern mal. Mal, wie gesagt, wir haben ja dazu... zugelernt. Ich glaube, die haben wir aber noch erwischt, bevor sie entkommen konnte. Ja. Ja, wunderbar. Mädle, was soll denn das? Ha? Immer machst du Ärger.
Oh, okay, okay, okay. Okay. Ja, das lief gut. Wo zum Teufel hat sich der versteckt? Frage ich mich. Egal, wir sehen uns gleich wieder. Hallo und natürlich willkommen zurück. Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Ich habe den aber wirklich überhaupt nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Wir müssen... Na, wirst du wohl. Wir müssen gleich wirklich mal gucken, wo der steht. Das war ja irgendwie... Ha. Der hier ist klar. Und die Spuckerin ist soweit auch klar, aber... Das war gemein. Im Lebtag steht er hier nicht. Jetzt sind wir gespannt. Na, die große Funzel nehmen. Ah, oh, das ist ja fies. Das ist ja echt fies. Hey. Ah, das ist Early Access. Da muss man echt... Boah, das war gemein. Okay. Wir haben wieder was dazugelernt, würde ich behaupten. Gucken, ob hier noch irgendwo einer auftaucht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier war doch auch irgendwo einer. Hm. Gut, wir gucken erstmal hier in die Schränke. Aha, ein Schlüssel. Ja, tschakka. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Südtür in den Tunneln. Südtür in den Tunneln. Okay, das wird vielleicht das Tor sein beim Zug. Wir sind gespannt, weil ansonsten wüsste ich so ad hoc gar nicht, ob hier noch irgendwo eine Tür ist, die verschlossen ist, aber wir werden es sehen. Huiuiuiui. Okay. Nachdem wir das geschafft haben, saven wir einfach nochmal. Save the first, würde ich behaupten. Zack. Ja, ist klar. Entspannen Sie sich bitte mal. Steckt aber auch ein, hey. Ja, das war klar. Danke. Na, jetzt traust du dich nicht mehr, hä? Nachvollziehbar. Ja, bildende Kunst. Frechheit. So, weiter geht's hier. Ach, da ums Eck. Ich bin mir sicher. Ich war mir so sicher. Ah, hier kommt man... Hier kommt man theoretisch wieder zum Zug. Ah ja. Okay.
Ach, das denkt ihr euch so. Oh. Na toll. Na super. Den habe ich mir jetzt eigentlich nicht gewünscht. Jetzt ist die Frage, wo war denn hier ein bisschen Licht? Da geht's nur wieder ganz runter. Oder können wir dich hier zum Tor locken? Vielleicht hast du hier wieder Spaß. Ach, jetzt bist du auf einmal nicht dran interessiert, oder wie? Hm, immer das Gleiche. Toll. So haben wir uns das ja nicht gedacht hier. Vielleicht kann ich den einen hier weglocken, dann mache ich den Soldatenblatt und dann hole ich den mit dem Schild nochmal. So wie wir es vorhin auch gemacht haben. Na komm. Du musst dich ganz kurz hier unten amüsieren. Hallo? Herr Schild? Kommen Sie. Ich gehe vorher mal da in dem Raum gucken, ob noch jemand drin ist. Nicht, dass wir uns gleich wieder in die Nesseln setzen hier. Da hinten ist noch eine. Okay. Er denn? Ach, wir lassen den, hä? Wenn er nicht will. Selber schuld. Schon Muni gespart. Wobei, auf dem Rückweg werden wir ihn eh in der Backe haben. Ich weiß es jetzt schon. Da hinten haben wir so eine holde Dame. Hatten wir eine holde Dame? Muni, Dankeschön und Dankeschön, sehr gut. Hui, sie benutzt Nagellack. Ah ja, wenigstens macht sie sich ein bisschen hübsch. Schön. So. Okay, Drinks. Ja. Der hat ein bisschen mehr eingesteckt. War also der große Bruder, ha? Huh? So, hallo, Mädle. Oh, fast. Nein. Anspucken ist echt nichts. Das ist bäh.
Das war voll unhöflich. Nur nicht den Kopf verlieren. So. Nächster bitte. Eieieiei. Ja, wir hauen hier ganz schön Muni raus, Mensch. Übel. Echt übel. Spuckerin war noch dabei, wenn ich das richtig gehört habe. Also langsam müssen wir ein bisschen mit der Muni haushalten oder nochmal. Hallo? Oder nochmal ein bisschen holen. Die steht doch hier bestimmt hinter der Tür, oder? Ich wette drauf. Ah, schon wieder werde ich verloren hier. Okay. Wow, eine Flasche Wasser. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erst die Küche, oder? Ja, du bist überladen. Na toll. Oh nein. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, die kommt ja jetzt angerannt und rätselt mir an sie über. Ach, das können wir alles nicht mehr mitnehmen. Dann würde ich sagen, ich mache mich ganz fix zurück zum Zug und ja, hole euch gleich wieder ab. Bis gleich. So, hallo zurück. Ja, wir waren schnell beim Zug. Sind nun wieder dort, wo wir waren, mit leeren Taschen ausgeruht. Ich habe auch noch zwischendrin schnell ein Stündchen geschlafen. Und ja, jetzt holen wir uns natürlich schnell den Rest. Mal kurz gucken, hier war doch irgendwie noch... Ah ja, Schildi. Hm. Komm. Ja, wir machen dir jetzt den Gar aus. Tut mir leid. Was soll ich sagen? Er war am Weg. Und wir wollen ja nicht, dass er hier ganz alleine zurückbleibt. Nein, der langweilt sich ja zu Tode hier unten. Sofern er das kann, heißt natürlich nicht. Als Zombie ist es ein bisschen schwierig. So. Schnell ein bisschen Energie aufladen hier. Hier konnten wir auch schon nicht mehr alles mitnehmen. Gucken, da leer, leer, leer. Die waren auch noch nicht leer. Gut. So, dann ist das auch erledigt. Auf jeden Fall eine Spuckerin noch am Start.
So, da im Regal ist nichts mehr. Findet ihr das witzig? Scheinbar. Scheinbar. Gleich zwei von denen. Eieiei. Ja, ich glaube, bei den Damen mehrere Schüsse in schneller Folge ist auf jeden Fall besser, weil ich glaube, die sich heilen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Hey. Das ist aber unhöflich. Komm, wir stellen dich hier irgendwo wieder ab. Beim Licht. Kommst du, oder... Oh jo, komm. Ja, das war gemein. Hey, Freundchen. Der verprügelt mich ja ganz schön, hey. Ist aber mal Schluss. Auf Hirn, wie mir scheint. Ich kann es ihnen ja gar nicht mal verübeln. Boah, echt jetzt? Wie viele sind denn von denen hier? Hallo? Traust du dich? Oder traue ich mich? Ist wohl eher die Frage. Ich würde sagen, Jackpot, oder? Nehmen wir. Nachdem die Küche ja doch ein bisschen enttäuschend war. Ich meine, das ist jetzt alles Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, ich tue mal so, als hätten wir nichts zu essen und zu trinken. Aber in der Apokalypse nimmt man, was man kriegen kann. Alles. Und ich kann endlich wieder meinen Loot-Monk befriedigen. Super. Hier haben wir alles.
Da gibt's noch Chips. So. Oh, super. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt geht's hier weiter. Wie groß ist denn das hier bitte? Ist ja Wahnsinn. Hier unten. Alles klar. Gut, dass ich noch ein bisschen Muni eingesackt habe. Ich wusste es, dass ich sie brauchen werde. Hoppla. Schön, das ist hier das Tor, wo wir von der anderen Seite nicht durchkommen, gell? Yep. Okay. Gut, liebe Freunde. Das war's aber auch schon wieder für diese Folge. Und ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Und ja, wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao.